Großer Knall, große Wirkung. Wer sich beim Umgang mit Böllern und Raketen nicht auskennt, riskiert schwerste Verletzungen an sich und an umstehenden Personen. Deshalb halten Experten der Feuerwehr und Profifeuerwerker einige Tipps für den sicheren Umgang mit Feuerwerkskörpern bereit. Die Branche erwartet einen ähnlichen Umsatz wie im vergangenen Jahr, nämlich über 130 Millionen Euro. Ganz klar, die Trends gehen auf Batteriefeuerwerk und vor allem die verbundenen Batteriefeuerwerke. Das heißt, einmal anzünden, ja, und es gehen quasi hintereinander mehrere Batterien hoch und das sind Laufzeiten bis zu 5 Minuten. Für die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten bedeutet Silvester jedoch höchste Alarmbereitschaft. Leitstellen und Bereitschaftsdienste werden personell verstärkt, um im Notfall schnell die Einsatzorte zu erreichen. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass die Feuerwehr meist zu Kleinstbränden gerufen wird. Ärgerlich dabei sind die Fehlalarme, die durch offene Fenster und Türen begünstigt werden. Fenster, Türen sowie Dachluken zu schließen, um ein Eindringen von Feuerwerkskörpern auszuschließen, aber auch Gegenstände, Brandlasten, die auf dem Balkon geladen sind oder verlastet sind, sollte man, wenn möglich, entfernen oder entsprechend schützen, abdecken, sodass ein Flugkörper, ein Feuerwerk nicht ungewollt dort einschlägt und im schlimmsten Fall den Balkon in Brand setzt. In vielen Städten und Gemeinden gibt es mittlerweile Zonen mit Feuerwerksverbot. Vor allem nicht einsehbare Hinterhöfe bergen die Gefahr, dass entstehende Brände zu spät bemerkt werden. Solange Löschversuche gefahrlos möglich sind, sollten diese unternommen werden. Dafür ist es ratsam, bereits im Vorfeld einen Feuerlöscher oder einen Eimer mit Wasser zum Beispiel am Abbrandort der Feuerwerkskörper bereitzustellen. Ist ein Löschversuch nicht mehr gefahrlos möglich, rufen Sie die Feuerwehr, verlassen einfach den Gefahrenbereich. Sollte es innerhalb einer Wohnung oder Ähnlichem sein, verlassen Sie den Bereich, schließen Fenster und Türen, warnen gegebenenfalls Nachbarn und warten auf das Eintreffen der Feuerwehr und weisen diese ein, um einen möglichst schnellen Einsatz zu gewährleisten. Die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwerk beginnt schon beim Kauf. CE- und BAMF-Zeichen auf den Raketen, Böllern und Batterien sind Pflicht, wie Feuerwerksprofis erklären. Ganz wichtig zu beachten ist in erster Linie das CE-Zeichen. Ja, die CE-Nummer besteht aus drei Codes. Ja, das ist einmal die benannte Stelle, das zweite Mal die Kategorie, in dem Fall F2 ab 18 für jedermann und dann eine fortlaufende Nummer für den einzelnen Artikel. Das ist die Zulassung in der ganzen EU, die Feuerwerk braucht. Was auch ganz wichtig ist, dass die komplette Beschreibung leserlich auf deutscher Schrift. Ja, also wenn man jetzt irgendwie was Italienisches, was Polnisches hat, ist es in Deutschland nicht zulässig. Es muss in Deutsch deklariert sein. Noch dazu gibt es für Deutschland noch eine BAM-Nummer, das Bundesamt für Materialforschung. Und da bestätigt sich auf jeden Fall die Sicherheit nochmal, dass es auch ein geprüfter und legaler Artikel ist. Ich sage, bei den Batterien ist auch ganz wichtig zu beachten, dass man sie auf glatter Ebene stellt, ne, weil oft haben Wiesen, sind uneben oder haben Hohlräume unten und da kann die Batterie auch kippen. Es empfiehlt sich immer, die Batterie links und rechts mit beispielsweise 2 Steine zu befestigen, nur auf Nummer sicher zu gehen. Die entzündet man und ganz wichtig dabei, dass man nie den Kopf über der Batterie hält. Sollte die Batterie stehen bleiben, empfiehlt es sich nicht nochmal nachzuzünden, wirklich 3-4 Stunden stehen lassen und sie dann den Hersteller bzw. den Verkäufer zurückbringen. Immerhin hantiert der Hobbyfeuerwerker dabei mit Schwarzpulver und damit mit Kleinstmengen an Sprengstoff. Immer wieder gibt es verheerende Verletzungen, wenn Böller beim Abbrennen in der Hand gehalten werden. Vielen scheint die Wucht des Knallers nicht bewusst zu sein. Kleider machen nicht nur Leute, sie schützen sie auch. Vor allem beim Umgang mit Feuerwerk sollte auf die richtige Kleidung geachtet werden. Ratsam ist es auf jeden Fall, keine Kleidung aus Kunststoff, wie zum Beispiel Vlies-Kleidungsstücke zu tragen, dass die Gefahr haben, dass sie sich entzünden oder Verbrennungen entstehen, wenn die Funken diese Kleidungsstücke berühren. Wer sich an die Tipps der Feuerwerksprofis und der Feuerwehr hält, kann sich auf einen lauten, farbenfrohen und vor allem gefahrlosen Jahresübergang freuen.